Nina Schmidt hat Großes vor. Eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung soll es werden. Ihr Arbeitgeber, der Süßwarenhersteller Haribo, wird in diesem Jahr 100. Und Nina Schmidt soll mit ihrem Team zum runden Geburtstag eine spezielle Jubiläumstüte kreieren, in der möglichst viele charakteristische Haribo-Leckereien stecken. Keine leichte Aufgabe. Kompliziert ist, dass es wirklich so viele verschiedene Produkte sind, die aus so vielen verschiedenen Werken kommen. Und wir müssen es einfach schaffen, dass die frisch zusammengemischt sind und natürlich dann auch noch schmecken, auch wenn sie in der Mischung zusammen sind. Der Süßwarenkonzern produziert in 10 Ländern. Die Firmenzentrale ist vor 2 Jahren von Bonn in die Grafschaft umgezogen, im Norden von Rheinland-Pfalz. Jahre Firmengeschichte sollen sie in eine Tüte packen. Aber was gehört da rein? Inzwischen verkauft Haribo weltweit um die 1000 Produkte, etwa ein Drittel davon in Deutschland. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Team von Nina Schmidt probiert sich erst einmal durch. Jeder im Team hat seine persönlichen Lieblinge. Welche Sorte ist das nochmal, der blaue mit Pink? Nimm mir Brombeere. So, der Vampir ist halt auch cool, ne? Aber die tun wir jetzt haben nicht genug Lakritz drin. Wir nehmen auf jeden Fall alle 6 Farben rein, ne? Ja. Und noch mal ein paar dazu tun. Ein bisschen wie Kindergeburtstag. Aber um das richtige Verhältnis von Lakritz und Konfekt, von Schnecken oder Gummibärchen, wird hart gerungen für den perfekten Mix. Wenn wir von einer Idee überzeugt sind, setzen wir uns auch sehr für die Ideen ein. Und ja, da finde ich, da sind wir wirklich immer noch Familienunternehmen. Wir haben direkten Draht zur Produktion, rufen an, gucken, was möglich ist und dann machen wir's. Die Mischung steht. Aber wie kommt sie jetzt in die Tüte? Nina Schmidt muss sich nun um die Produktion kümmern. Klar ist, das kann das Werk in der Grafschaft nicht allein. Die Brüder Kruger aus den Werken im benachbarten Nordrhein-Westfalen sollen mithelfen. Thomas, der Jüngere, kümmert sich um die Verpackung. Und sein Bruder Stefan um die Produktion vieler Bonbons. Thomas Fausten soll aus der Grafschaft die Gummibärchen beisteuern. Ihr kennt ja alle unser 100-Jahre-Logo. Und das wäre tatsächlich wirklich das Logo in einem Beutel, in der Mischung. Ja, müssen wir mal die Kapazitäten abklopfen, wann ihr wie viel schicken könntet. Wie können wir unsere Anlagen belegen, dass wir wirklich alles frisch zusammenkriegen und direkt in die Tüte. Auch nach Feierabend gibt es zwischen den Brüdern Kruger vor allem ein Thema, Haribo. Auch so gesehen ein Familienunternehmen. Oft wird der Eindruck vermittelt nach außen hin, es ist eine große Fabrikhalle. Ganz im Gegenteil, wenn man reinkommt, es sind kleine Abteilungen. Man kennt sich, man schätzt, grüßt sich. Jeder kennt jeden. Und das ist halt das, was Haribo ausmacht, dieses Familiäre. Und ich glaube, das ist total wichtig auch für die Leute, allein dieses Gefühl zu haben, miteinander klarzukommen. Bei mehr als 50 Mitarbeitern in Deutschland haben schon die Eltern oder teilweise sogar die Großeltern bei Haribo gearbeitet. Wir haben ja alle den Goldbär auf der Brust und bei wirklich sehr vielen oder fast allen ist der nicht nur auf der Brust, sondern in das darunterliegende Herz verwachsen. Auch wenn man manchmal schimpft und flucht, letztendlich sieht man den grinsenden Bär dann und er muss halt selber lachen. Auch in der Jubiläumstüte sollen die Bären grinsen, in Mannschaftsstärke. Thomas, es wäre ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich alle 6 Farben von den Goldbären reinbekommen. Kriegst du es hin? Ja klar, sicher. Für uns Grafschafter ist es ja dann, dass wir die normalen Goldbären liefern. Die weißen, die grünen. Geschafft. Die gelben, klar. Nina Schmidt hat ihr Produktionsteam zusammen. Und richtig, richtig toll, dass Bonn dabei ist. Stefan, nochmal großes Danke an dich, an deinen Bruder, dass wir das hinkriegen. Danke euch. Rund 160 Millionen Goldbeeren produziert Haribo weltweit jeden Tag. Wie viele davon hier in der Grafschaft, ist Betriebsgeheimnis. Das Rezept natürlich auch. Oliver Meyer kennt es, denn er ist verantwortlich für die Qualität. Fühlt sich gut an. Sehr guter Farbmix. Elastisch. Ölung gut. Sehr gutes Handgefühl. Gute Textur. Klar. Im neuen Haribo-Werk in der Grafschaft
laufen neben den Goldbeeren auch viele andere Bonbons aus Fruchtgummi vom Band. Auf einer der weltweit modernsten Produktionsstraßen für Süßwaren. Verantwortlich für Planung und Bau der Anlage war Haribo-Chef Hans-Guido Riegel. Obwohl hier alles neu ist, bleibt alles beim Alten. Mein Onkel hat immer gesagt, man reduziert die Fehler, wenn man nur das macht, was man wirklich kann und versteht. Deswegen bleiben wir bei Fruchtgummi. Und da ist Haribo nach eigenen Angaben auch Weltmarktführer. Mit 7000 Mitarbeitern rund um den Globus und einem Umsatz, den Branchenkenner auf etwa 3 Milliarden Euro schätzen. Wie viel die Familie genau mit den Süßigkeiten verdient, sagt sie bis heute nicht. Auch das ist eine Haribo-Tradition. Seit 2 Jahren sind nun auch in der Grafschaft die Bären los. Um die 300 neue Arbeitsplätze sind dadurch hier entstanden. Und der Chef scheint zufrieden mit der neuen Wahlheimat. Die Leute sind bodenständig und fleißig. Da passen wir hin. Wir fühlen uns sehr wohl. Vor 5 Jahren hat Haribo mit dem Bau seiner neuen Firmenzentrale in der Grafschaft begonnen. Neben einem Verwaltungsgebäude entstanden eine Produktionshalle und ein mehr als 40 Meter hohes Hochregallager. Anwohner wanderten staunend über die rund 40 Fußballfelder große Baustelle. Und einige fragten sich, wie sehr Haribo und die geplante Ansiedlung weiterer Firmen den Charakter ihrer kleinen Gemeinde verändern werde. Eine Bürgerinitiative protestierte, aber nicht gegen Haribo, sondern gegen den diskutierten weiteren starken Ausbau des Gewerbegebiets und den Bau neuer Zufahrtsstraßen. Haribo selbst plant erst einmal nur auf seinem eigenen Gelände weiterzuwachsen und hat nach eigenen Angaben dafür genug Land. Land, das vorher Bauern gepachtet hatten und nun wegen des Baus des Innovationsparks Rheinland nicht mehr nutzen können. Einige Landwirte beklagten sich über die Qualität der Ersatzflächen und die Entfernung zu ihren Höfen. Haribo hat in der Grafschaft Produktionsanlagen, Lager und Büros für rund 700 Mitarbeiter geschaffen und beschert der Grafschafter Gemeindekasse Millionen von Euro an zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen. Aber eine Sache ist durch die Ansiedlung des Süßwarenriesen knapper geworden: Bauland. Auch weil Haribo Grundstücke auf dieser neuen Baufläche im Ortskern kaufte, um sie für den Hausbau günstig an seine Mitarbeiter abzugeben. Inzwischen erschließt die Gemeinde neue Bauflächen. Haribo ist für die Grafschafter also so etwas wie eine gemischte Tüte. Es ist schön, dass in der Gegend jetzt hier so was Großes entstanden ist und neue Arbeitsplätze da sind. Wenn man oben selbst im Industriegebiet ist, ist sehr viel Lkw-Verkehr, was aber nicht nur mit Haribo, sondern natürlich auch andere Firmen, die das betrifft. Aber jetzt hier, muss man ganz ehrlich sagen, kriege ich es vermehrt gar nicht mit, dass hier Lkws durchfahren. Ich bin schon stolz darauf zu sagen, hier ist ein großer Haribo-Komplex, weil ich es im Gegensatz zu anderen nicht als störend empfinde. Ich finde es allein vom Gebäude her nicht besonders schön, in der Landschaft hier. Passt nicht so rein. Viele Freunde von mir haben da auch Arbeitsplätze jetzt gefunden, auch ganz schnell. Die haben ja auch schnell, sag ich mal, Arbeitsplätze freigegeben, bevor schon alles erbaut war. Und die sind auch alle sehr froh, da zu arbeiten, so wie ich gehört habe. Die Immobilienpreise, seitdem Haribo hier ist, ist definitiv gestiegen. Das merkst du. Vor mehr als 150 Jahren verunglückte hier eine Frau tödlich. Die kleine Kapelle am Rande des Firmengeländes erinnert daran. Ein Anwohner hatte sie jahrzehntelang privat instand gehalten, bis ihm die Kraft ausging. Haribo-Chef Riegel kaufte Grundstück und Kapelle und ließ sie sanieren. Michael Schneider, der erste Beigeordnete der Gemeinde, kommt hier regelmäßig mit dem Rad vorbei. Das freut uns als Gemeinde selbstverständlich, weil wir ein Stück Heimat damit erhalten, ein Stück Geschichte. Mindestens genauso freut er sich über die Investitionen dank der Steuermillionen von Haribo. Wir konnten zum Beispiel ermöglichen, dass unsere Dörfer jeweils ein bestimmtes Budget pro Jahr bekommen, um Gestaltungsmaßnahmen im Ort durchzuführen. Wir haben ein großes Projekt angeschoben, Umgehungsstraßen für die Ortsdurchfahrten zu schaffen. Das heißt, diesen ganzen Autobahnausweichverkehr aus den Ortslagen rauszuholen. Wir haben moderne Sportstätten schaffen können. Wir haben eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit. All das verlangt natürlich nach Ressourcen. Und insofern sind wir froh, dass wir über die Möglichkeiten verfügen. Wenn Haribo hier weiter wächst, könnte es sogar noch mehr Gewerbesteuereinnahmen geben. Aber die Gemeinde weiß auch, dass der Erfolg einen Preis hat.
Sie können nichts umsonst haben. Was wir natürlich haben, ist ein Flächenverbrauch hier in diesem Gewerbegebiet. Haribo als größtes Unternehmen in der Gemeinde Grafschaft. Und natürlich ist das Haribo-Gebäude im Landschaftsbild zu erkennen an einigen Punkten in der Gemeinde Grafschaft. Aber unsere Erfahrung ist, wir nehmen das gerne in Kauf. Wir haben das vorher abgewogen. Wir wussten, dass es so sein wird. Es soll sogar Grafschafter geben, die in dem weithin sichtbaren Lagergebäude mit dem roten Schriftzug ein neues Wahrzeichen der Gemeinde sehen. Das Marketing hat sich wieder was Schönes überlegt. Wir haben hier unseren Jahrhundertmix und wir haben ganz, ganz viele verschiedene Komponenten zusammengemischt. Ich würde dich bitten zu prüfen, guck mal, passt das zusammen? Denkst du, das können wir produzieren? Im Sensoriklabor von Qualitätsmanager Oliver Meyer soll Nina Schmidts Jubiläumsmix jetzt einem ersten Härtetest unterzogen werden. Wie viele Leute haben wir heute da? Sechs Stück. Dann bereiten wir sechs Stück mal vor. Kirsche, Beere, Schnecke, Bärchen. Zur bunten Mischung von Nina Schmidt und ihrem Team hat Oliver Meyer viele Fragen. Ob zum Beispiel hier der relativ dominante Geschmack der Schnecke aufs Konfekt übergehen kann oder auch hier auf den Goldbeer. Und wichtig natürlich auch bei so einer komplexen Mischung, dass der feuchte Haushalt stimmt, dass die einen Produkte nicht austrocknen und die anderen nicht zu feucht werden oder kleben. Das wäre nochmal ganz wichtig neben der Aromenthematik. Oliver Meyer kennt die Rezepte aus 100 Jahren Unternehmensgeschichte. Was hier wirklich erstaunlich ist, dass alle Produkte, die hier drin sind, über Jahrzehnte oder seit sie entstanden sind, eigentlich vom Geschmack und der Textur sich unverändert gestalten. Ja? Also mein Lieblingsprodukt ist ja immer die Berry mit gewesen. Freut mich besonders, dass die mit drin ist. Hat es geschafft in den Jahrhundertmix. Ja, dann servieren wir mal. Ne? Das sind Haribos Edelgaumen. Mitarbeiter mit guten Geschmacksnerven, die hier nicht zum Vergnügen naschen. Natürlich sind wir eher ein Messinstrument und müssen prüfen, ob das Produkt genau den Ansprüchen entspricht, wie wir es haben wollen. Hier zum Beispiel achte ich vor allem darauf, dass die Konsistenz weich ist, dass die Fruchtnoten gut sind, dass die Süße da ist. All das, was ich in der Kombination haben möchte. Nach jedem süßen Gang gibt es Wasser und trockenes Brot, um die Geschmacksnerven wieder auf Null zu stellen. Dann wieder Süßes. Wie es aussieht, schmeckt und riecht, tragen die Tester in langen Tabellen ein. Beliebter Treffpunkt der Mitarbeiter ist das Café im Verwaltungsgebäude. Wegen Corona haben die Abteilungen jetzt versetzte Pausenzeiten. Für Oliver Meyer reicht es nur zu einem Kaffee to go. Denn er ist auf dem Weg zur Mutter vieler Haribo-Figuren. Das ist seit mehr als drei Jahrzehnten Petra Wrede. Auch die hier hat sie gestaltet. Für Fantasia, die erfolgreichste Fruchtgummimischung des Unternehmens in Deutschland. Ich finde ja ganz süß, ist ja sehr einfach, aber die Schildkröte ja. Die sieht ganz knuffig aus, finde ich sehr, sehr schön mit dem kleinen bunten Panzer. Ich mag hier den Flamingo. Ne? Ja, der ist auch weil klasse. Er einfach grazil ist, super Farbe, Geschmack toll. Also Flamingo wäre mein Favorite. Die Formen an die Schiene anzupassen. Den beiden geht es aber nicht nur um schöne, lustige Formen, sondern auch darum, dass diese in der Produktion gut funktionieren. Trotzdem, Petra Wrede hatte immer viele künstlerische Freiheiten und nutzte diese auch, um den einen oder anderen Haribo-Klassiker noch etwas aufzuhübschen. Inzwischen arbeitet sie mehr am Computer als mit dem Schnitzmesser. Und es schauen nun auch noch ein paar Augen mehr auf ihre Entwürfe. Früher war eigentlich das Team nur Dr. Riegel und ich. Es war so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Mach mal dieses, mach mal jenes, guck mal, fertig so ungefähr. Ne?
Und jetzt sind wir ein großes Team geworden mit verschiedenen Verantwortungsbereichen. Die Dinge werden entwickelt. Früher ist mehr, sage ich mal, aus dem Bauch heraus entschieden worden. Heutzutage sind es dann Zahlen, Daten, Fakten, nach denen wir uns richten und gucken und versuchen, den richtigen Trend auf dem Markt zu erwischen. Wie viele Goldbärchenformen sie geschnitzt hat, weiß sie nicht mehr. Aber auch diesen Haribo-Klassiker hat sie noch einmal ein klein wenig verändert. Ich habe dem Bärchen das Lächeln gegeben, wenn man sich die alten Bärchen mal anschaute. Die guckten schon ein bisschen grimmig. Und da jeden Tag mit so grimmigen Bärchen zu arbeiten, wollte ich irgendwie nicht. Da habe ich dann eben einfach mal kurzerhand, zack, die Mundwinkel hochgezogen und die Bärchen zum Lachen gebracht. Ein Produkt hat Petra Wrede in den vergangenen Jahren besonders viel Spaß gemacht. Da habe ich zum Beispiel mal ein Fruchtgummi-Handy machen müssen als Stückartikel und habe in dieses Handy meine Büronummer reingeschnitzt. Im ersten Moment dachte ich, oh Gott, ne, was hast du da gemacht? Da haben mich Kinder angerufen, fing an zu lachen, oh, da geht einer dran. Und ich so, ja, kann das gut sein, dass ihr ein Fruchtgummi-Handy von Haribo gerade habt? Ja, ich sag, und wisst ihr, wo ihr gelandet seid? Ihr seid im Designbüro gelandet. Ich habe das geschnitzt und da hatten die einen Spaß. Die ersten kleinen Bärchen wurden bei Haribo in den 60er Jahren produziert. Mit dem größeren Tanzbären aus Fruchtgummi fing die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens einmal an. Heute produziert und verkauft Haribo hunderte Produkte. Auch im Werksverkauf in der Grafschaft, direkt neben dem Firmensitz. Jedes Jahr kommen im Schnitt 15 neue Produkte hinzu. Haribo ist bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Während des Corona-Lockdowns wurde zu Hause scheinbar besonders viel Nervennahrung genascht. Obwohl, manche Kunden hier brauchen keine Krise für Hamsterkäufe. Man kann einfach mal alles einpacken, was man so gerade im Blick kommt oder wo man denkt, oh, das könnte man doch jetzt mal ausprobieren oder das kann man mal mitnehmen. Mein Bruder arbeitet hier. Von daher, ne, bleibt man der Marke treu. Ja, man kann alles einpacken, was man möchte. Und wenn die Oma bezahlt noch dazu, ne? Ich denke, sie haben auch hier den richtigen Standort gewählt, weil jetzt direkt an der Autobahn, dann gerade auch mit so einem Lagerverkauf, ist ja auch Prestige. Jeder, der hier über die Autobahn vorbeifährt, sieht definitiv die große Hütte, sieht Haribo da stehen. Aber ich habe schon gelesen, man kann keine Führung machen. Kein Problem. Wir dürfen schauen, was sich in der riesigen Hütte mit dem roten Schriftzug befindet. Nun, sehr viel Platz für Süßes. Und zwar am laufenden Band. Ausgedacht hat sich das Ganze hier Uwe Weber. Der Leiter der Logistik lässt hier die Süßigkeiten aus verschiedenen Werken sortieren und schickt sie dann von der Grafschaft in die ganze Welt. Und wenn er etwas Zeit hat, dann schaut Uwe Weber auch jetzt noch gerne einfach mal fasziniert zu. Es ist quasi wie eine große Eisenbahn. Es ist so ein Männerspielzeug. Ja? Hier, man sieht die Paletten auf hier der Fördertechnik fahren. Und man weiß hier genau, man findet sie auch wieder in diesem großen Komplex. Es ist alles auf den Millimeter hier genau. Es funktioniert einfach. Gedränge herrscht auf der Bahnstrecke meist nicht. Der Grund? Haribo nutzt noch nicht den ganzen Platz in der Grafschaft. Neben dem Lager könnten in den kommenden Jahren noch einige neue Produktionsstraßen entstehen. Unsere Anlage ist langfristig aus hier gelegt, um auch dem zukünftigen Wachstum standhalten zu können. Also nach oben hin ist einiges möglich. Von der Grafschaft reisen die Goldbären zum Beispiel in die USA. Wegen der großen Nachfrage baut Haribo dort gerade ein neues Werk. Diese Kartons gehen nach Fernost. Der Lagerleiter ist froh,
dass das neue Werk in der Grafschaft nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist. Sein Weg zur Arbeit ist kurz. Die Wege, die er in seinem Lager zurücklegt, jedoch nicht. Jeden Tag läuft Uwe Weber mehrere Kilometer. Und immer wieder rüber zu seinem Lieblingsort, dem neuen Hochregallager. Diesen großen Würfel voller Technik hat er von Anfang an mitgeplant. Und nun freut er sich jeden Tag, dass er so viel Platz hat. Zehntausende Paletten passen hier in die Regale. Es ist einer der größten Lagerstandorte in Deutschland. Es macht mich mehr als stolz. Also so eine Chance hier zu haben, so einen Logistikstandort mitplanen zu dürfen, das ist für einen Logistiker alles. An dem Lager kann jeder sehen, Haribo will langfristig in der Grafschaft bleiben und weiter wachsen. Denn hier ist genug Platz. Die ganze Halle ist voll mit Bonbons. Es ist ein ganz kleiner Teil noch an hier Verpackungsmaterialien. Aber ansonsten werden Sie hier unsere Süßwaren finden, süß und sauer. Mal süß und mal sauer waren die vergangenen Jahre bei Haribo. Sauer war teilweise die ruckelnde Umstellung auf eine neue Software. Sauer waren auch negative Schlagzeilen über Zulieferer und Umsatzschwund. Süß? Der Umsatz steigt nach Angaben von Haribo seit dem vergangenen Jahr wieder. Und dann gab es ja auch noch den erfolgreichen Umzug der Firmenzentrale nach Rheinland-Pfalz. In der Grafschaft hat Haribo ein Hochleistungslager und eine der modernsten Fruchtgummifabriken der Welt gebaut. Und eine neue Firmenzentrale. Den 100. Geburtstag will das Familienunternehmen Ende des Jahres hier feiern. Die Familie hat immer noch das Sagen bei Haribo. Der Enkel des Firmengründers, Hans-Guido Riegel, ist seit 10 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Sein Bruder ist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die beiden orientieren sich immer noch an den Traditionen und Werten ihrer Familie. Hans-Guido Riegel hat zur Erinnerung daran in der Grafschaft sogar besondere Konferenzräume in Auftrag gegeben. Das passt, ne? Passt. Wie diesen hier, in dem eine alte Waschmaschine an die Anfänge von Haribo vor 100 Jahren erinnern soll. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Dinger früher dicht waren. Ne? Mhm. Ja, das ist. In einer kleinen Hinterhof-Waschküche in Bonn beginnt die Geschichte des heutigen Weltunternehmens. Ausgestattet mit einem Sack Zucker und wenigen Werkzeugen gründet Hans Riegel 1920 die Firma. Haribo steht für Hans Riegel Bonn. Der gelernte Bonbonkocher erfindet den Tanzbären aus Fruchtgummi. Später noch andere Klassiker, wie zum Beispiel die Teufelchen. Vor allem mit Lakritz hat er anfangs großen Erfolg. Anfang der 30er Jahre arbeiten schon mehr als 400 Mitarbeiter für Haribo. Der Werbeslogan Haribo macht Kinder froh entsteht und macht die Naschwaren aus Bonn immer bekannter. Handelsvertreter verkaufen die Süßigkeiten im ganzen Land. Bald nach dem Tod des Firmengründers 1945 übernehmen seine Söhne Hans und Paul die Firma. Onkel und Vater des heutigen Firmenchefs Hans-Guido Riegel. Ja, genau. Gut. Genau. Mein Vater, der die Produktion geführt und geleitet hat, hat immer gesagt, Leute, vor allem Qualität brauchen wir im Unternehmen. Und mein Onkel, der aus der Marketing-Ecke kam, hat die Marke mit kindlicher Freude aufgeladen. Und das sind bei uns keine widersprüchlichen Sachen, denn beide haben das gegenseitig getragen. Haribo, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Haribo Konfekt, in aller Welt, in aller Mund. Die nächste Generation macht nach dem Krieg aus dem kleinen Unternehmen einen Weltkonzern. 1950 beschäftigt das Unternehmen schon rund 1000 Mitarbeiter und bleibt trotzdem in der Region verwurzelt.
Bei Betriebsausflügen auf dem Rhein feiert man die Erfolge. Die beiden Brüder haben die Aufgaben im Familienunternehmen untereinander aufgeteilt. Hans Riegel ist das Gesicht von Haribo. Er ist verantwortlich für Marketing und den Vertrieb. Sein Bruder Paul arbeitet mehr im Hintergrund. Er leitet die Produktion. Für immer neue Bonbons baut er die Maschinen. In den 60er Jahren macht Haribo aus den großen Fruchtgummibären des Firmengründers kleine Gummibärchen, die Goldbären. Zwei Brüder, die sich erfolgreich ergänzen, auch wenn sie sich am Ende nicht immer einig waren. Paul, der Tüftler, und Hans, der Marketingstratege. Er hat dafür gesorgt, dass Haribo immer mit Gesichtern verbunden wurde, die jedes Kind kannte. Und Erwachsene ebenso. Kaiser Franz. Er weiß, womit man sich und seinen Freunden eine Freude machen kann. Haribo Konfekt 2000. Goldbeeren, noch habt ihr Zeit wegzulaufen. Ich finde, sie hatten eine faire Chance. Aber du bist ja so ganz anders als deine Brüder. Jetzt bist du sauer. Hans-Guido Riegel weiß, was Vater und Onkel besonders wichtig war. Zum Beispiel die Unabhängigkeit von Banken. Er sieht es genauso. Unabhängigkeit für uns ist, dass wir die Investitionen, die wir tätigen, dass wir uns das Geld und die Mittel dafür selber auch verdienen. Und noch etwas hat er im Unternehmen nicht geändert. Wir haben extrem schnelle Entscheidungswege und das ist ein sehr wichtiges Kriterium für uns. Wenn eine gute Idee kommt, dann geht es nur durch ein, zwei Instanzen und dann versuchen wir es zu pushen, sehr schnell in den Markt zu bringen. So wie Nina Schmidt. Sie ist auf dem Weg in die Grafik. Hier bekommt die Jubiläumstüte ihr Design. Hier ist das Schätzchen. Fröhlich und verspielt soll es aussehen, das Schätzchen. Die Jubiläumsmischung soll Jahrhundertmix heißen. Verpackung und Name sollen die Verbraucher zum Kauf anregen. So wie früher die Lorelei-Packung. Ein Vorläufer der heutigen Fantasia-Mischung. Die Verpackung ist fertig. Die Fruchtgummis für die Mischung sind ausgesucht. Die Produktion ist organisiert. Eine Hürde muss Nina Schmidt jetzt noch nehmen. Die beiden Geschäftsführer muss sie endgültig von dem neuen Produkt überzeugen. Andreas Patz prüft alles noch einmal ganz genau. Zusammen mit seinem Kollegen Holger Lackhoff, der aus Spanien zugeschaltet ist. Jetzt ist doch aber die Situation in der Produktion so komplex. Ist dann das gesichert, dass wir das hinbekommen können? Ja, wir haben tatsächlich es geschafft, alle Werke an einen Tisch zu holen. Die Manager halten den Jubiläumsmix für besonders wichtig. Darum darf nichts schiefgehen. Die Kruger-Brüder, die haben uns sehr unterstützt und der Thomas Fausten, die Produktionsleitung hier aus der Grafschaft. Und ich sehe, wir verwenden hier zum ersten Mal metallisierende Folie. Da haben wir uns natürlich was ganz, ganz Besonderes überlegt für den Geburtstag, dass es auch im Regal sehr, sehr schön wirkt und glänzt. In solchen Diskussionen haben die Manager auch schon Produktideen wieder gekippt. Und heute? Okay, also von meiner Seite aus gibt das ein klares Go. Also ich kann mit dem Produkt, bin ich sehr zufrieden. Spitze, Dankeschön. Ich glaube, wir haben so richtig Bock drauf. Ja, wollte ich gerade sagen, freuen Sie sich drauf, ja? Ja, wirklich. Ich muss sagen, tolle Geschichte. Holger, klasse Teamarbeit. Andreas Patz hat selbst viele Produkte für Haribo mitentwickelt. Tolle Mischung. Wir haben teilweise Produkte innerhalb von einer Woche entwickelt und in Dosen auf den Markt gebracht. Da gibt es ganz interessante Geschichten zu. Und das hat, glaube ich, das ein bisschen Innere von uns, wenn wir uns was vornehmen, dann wirklich schnell zu sein. Jetzt läuft Nina Schmidt erst einmal schnell zu ihren Leuten. Das Team wird sich wahnsinnig freuen. Sie weiß, jetzt beginnt die Arbeit für die meisten Mitarbeiter bei Haribo erst. Jetzt geht die gute Nachricht an alle Schnittstellen und dann legen wir los. Dann wird richtig ausgeliefert, produziert und wir freuen uns natürlich, die Ware im Regal zu sehen. 100 Jahre Haribo. Seit 2 Jahren ist der Süßwarenriese hier in der Grafschaft zu Hause. Wie es aussieht, ein guter Standort für die nächsten 100 Jahre.